Wir setzen das Gespräch fort bei uns im Studio. Auch heute General AD Roland Carter. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend, Herr Carter. Ja, wir haben es gerade gehört. Jetzt gibt es diese neue aktuelle Audiobotschaft, aber der Aufenthaltsort von Prigozhin, vom Wagner-Chef, der ist unbekannt weiterhin. Wie interpretieren Sie das? Glauben Sie, der Mann geht keineswegs davon aus, dass er in Sicherheit ist, sondern der glaubt, er muss sich hier noch verstecken oder sogar um sein Leben bangen? Auch wenn sich der Nebel so ein wenig gelichtet hat, jedenfalls scheint es so, habe ich immer noch weit mehr Fragen als Antworten. Fest steht ja wohl, dass der Streit zwischen Prigozhin und dem russischen Verteidigungsminister Shoigu und seinem Generalchef Gerassimov so eskaliert ist, dass Prigozhin keine Möglichkeit mehr sah, ihn aus der Distanz im Gespräch zu lösen, und meinte, er muss was auch immer anzetteln. Der eine nennt es Meuterei, der nächste sagt, es war ein Putsch, der nächste sagt, es war ein Aufstand. Was auch immer. Er ist zunächst nach Rostow marschiert, ist dort wie ein Kamerad in dem Hauptquartier aufgenommen worden, hat das Hauptquartier übernommen und hat dann seinen Marsch gen Moskau gesetzt. Und ich kann nur noch mal sagen, mir sind da einfach viel zu viele Dinge glatt gelaufen. Also sowas von glatt, dass man in Kriegszeiten da so richtig nicht dran glauben kann. Dann kommt er in Woroschin plötzlich die Nachricht von Herrn Lukaschenko, ich habe da mal ein Abkommen ausgehandelt und wenn du hier aufhörst, dann gehst du straffrei aus, und dann stimmt er dem zu und stoppt. Und Putin sagt dann, ganz im Gegenteil zu dem, was er morgens noch gesagt hat, du wirst hart bestraft. Und das würde für mich Todesstrafe bedeuten im Sinne von Hochverrat, dass er dann sagt, nein, ihr geht alle straffrei aus und die, die beteiligt waren, da müssen wir mal gucken, und die, die nicht beteiligt waren, die können in die russische Armee eintreten. Also da sind immer noch viele Fragen. Wo Prigozhin ist, ist zurzeit ein Rätsel. Und ich würde in der Tat sagen, die Bandbreite erstreckt sich zurzeit von, er geht ins Exil. Ich glaube nicht, dass er noch einmal das Kommando über die Wagner-Truppe übernehmen wird. Und das ist doch die zentrale Frage, oder? Daran kann man doch dann erkennen, und das würde doch auch viele Fragen beantworten. Was wird also mit Prigozhin und was wird aus den Wagnern? Das sind doch eigentlich zwei Fragen, die man sich da stellen muss, oder? Ja, und da meine ich, das Spektrum geht von, er geht ins Exil und pflegt sein Geld, oder aber er wird schlichtweg irgendwann, bestimmt nicht morgen, bestimmt nicht übermorgen, einen fürchterlichen Unfall erleiden, aus dem Fenster fallen oder mit Gift irgendwie besprüht. Also das sind die Varianten. Und die Wagner-Truppe, ja, ich denke mal, ein Teil wird mitgehen nach Belarus. Da soll ja angeblich schon ein Lager gebaut werden. Und was dann passiert, ist offen. Darüber kann man, und das habe ich gestern bereits mal getan, nur spekulieren. Die Frage ist, ob er dazu eingesetzt wird, Kräfte an der belarussischen, ukrainischen Grenze zu binden, ob er vielleicht dazu eingesetzt wird, westlichen Nachschub an Waffen und Munition mit Sabotageaktionen zu torpedieren. All das ist reine Spekulation und offen. Wie gesagt, mehr Fragen als Antworten im Augenblick. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.